Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute geht es um das Thema, der Gefühlsklärer bekennt sich zur wahren Liebe. Bei mir war der zündende Funke für die Entscheidung zur wahren Liebe die Erkenntnis zu bekommen, was ich viele Jahre verdrängt habe, was ich nicht angenommen habe. Und deshalb habe ich auch so eine lange Zeit gebraucht, um das wirklich zu erkennen und auch zu fühlen. Ich musste, ja, bei mir ging es halt um die innere Gefühlswelt zu entdecken, zu lernen und anzunehmen. Eben wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr lange gebraucht, aber als ich Sabine Michelle wieder getroffen habe, nach unserer zweijährigen Pause, habe ich erkannt, wie sehr sie sich gefunden hatte. Das war so eine tolle Erkenntnis und so wertvoll. Und da war mir klar, ich wollte diese Frau neu kennenlernen. Das Alte, diese Bestätigungen, die brauchte ich doch gar nicht mehr. Die alten Frauengeschichten, diese ganze Oberflächlichkeit, diese Lügengeschichten, das war mir ganz klar. Das ist mir bewusst geworden, dass ich das einfach nicht mehr haben wollte und dass ich das nicht mehr brauche. Ja, und da habe ich, bevor wir uns wieder getroffen haben, immer wieder zu Gott gebetet, wenn Sabine Michelle die richtige Frau für mich ist, dann lass uns wieder zusammenfinden. Und neue Wege gehen. Mir ist klar geworden, durch den Sport, durch meinen extremen Sport, konnte ich vieles kompensieren. Was zum Beispiel, ja, ich war schon sehr impulsiv, auch wütend manchmal. Und auf der anderen Seite war ich dann wieder unzufrieden. Und dadurch hat sich dann eben, da haben sich dann die Strategien entwickelt, die Unehrlichkeit. Und ja, ich musste das halt lernen, ich musste das halt abgeben. Das meine ich damit, das musste ich lernen, das abzugeben. Und diese ganzen Zipfelchen, das musste ich neu erlernen und auflösen. Und dennoch kommt dann, oder kam dann immer wieder die Stimme, nein, nein, lass das alles so, wie es ist, leg deine Füße hoch und mach weiter so, wie bisher. Aber ihr Lieben, zu der Zeit, als ich Sabine Michelle noch nicht hatte, war das alles stimmig. Für mich war es halt stimmig. Aber da war eben auch einfach diese innere Stimme und die ist immer stärker in Erscheinung getreten. Was willst du wirklich? Um was geht es dir? Und ich war ja nicht wirklich glücklich mit meinem Leben, sondern durch das, dass Familie Michelle immer wieder da war, die war immer wieder da, durfte ich erkennen und fühlen und spüren. Ja, Sabine Michelle ist meine wahre Liebe. Ich hatte, durch mein ganzes Getue, hatte ich ja keine eigene Wertschätzung zu mir selber. Ich hatte kein Vertrauen zu mir. Ich habe einfach nur funktioniert.
Und wenn du kein eigenes Vertrauen hast, wie kannst du Vertrauen anderen Menschen gegenüber geben? Also gab es für mich nur ein Aufbrechen nach vorne. Die ganzen Lügengeschichten anzuschauen, was hat das mit mir gemacht? Oder was hat, ja, erstmal, was hat es mit mir gemacht? Mein Gewissen wieder zuzulassen, wieder aufzunehmen und anzunehmen. Und natürlich, klar, was habe ich mit anderen Menschen gemacht? Aber um das geht es jetzt eigentlich gerade nicht, sondern es geht um das Lernen. Wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist, dann wirst du alles, was du machst, alles, was du denkst, wie du handelst, das wirst du alles zurückbekommen. Und in doppelter Ausführung, nicht in einfacher Ausführung. Und ich kann euch sagen, das kann zum Teil ganz schön schmerzhaft sein. Und das ist dein Spiegel. Apropos Spiegel, habe ein Beispiel. Ich habe Indoor-Cycling-Unterricht gegeben, habe 30 Indoor-Räder voll gehabt. Meine Stunden waren beliebt, begehrt und ich habe mich richtig, richtig super gefühlt als King. Und da kam eine Situation, ja, ich hatte 30 Menschen hatte ich glücklich gemacht. Und als wieder alles zusammengestellt war, alles sauber gemacht wurde, stand ich vor einer großen Spiegelwand, schaute mich an. Und da sagte ich zu mir, ja, Karl, bist du jetzt glücklich? Du hast deine ganze Energie gegeben. Das hat mir auch Spaß gemacht, das hat mich befriedigt, aber glücklich war ich nicht, nicht wirklich. Und dann kam eben auch eine Zeit, wo das dann alles beendet wurde. Und ja, das war eben die Zeit dann, wo ZORR Punkt Punkt anfing und ja, danach, 2 Jahre später, war klar, ich werde diese Aufgabe nicht mehr aufnehmen und werde einfach mehr bei mir bleiben. Schau, was mir gut tut. Und das habe ich inzwischen ganz gut. Also ich mache schon noch gute Sporteinheiten, aber eben kein Extremsport mehr. Ich habe Zeit für mich selber. Ich habe Zeit für meine Liebste. Und so ging ich Schritt für Schritt weiter. Aber natürlich gibt es auch im Alltag immer wieder mal Schwierigkeiten. Aber wichtig ist halt einfach, wie gehst du damit um? Schau, wie du dich weiterentwickeln kannst. Und schau, dass du authentisch darüber sprichst, was du für Probleme hast oder was dein Partner für Probleme hat, dass es einfach auf den Tisch kommt, damit die Spannungsfelder aufgelöst werden. Das ist so, so wichtig. Und ihr Lieben, es gibt auch Dinge, wo nicht sofort eine Lösung da ist. Das gibt es auch bei uns. Aber durch unseren Glauben geben wir das halt einfach in Gottes Hände und reflektieren. Und schwuppsdiwupps ist ein zündender Funke da. Und das hört sich doch auch gut an. Und ich verspreche euch, wenn man wirklich glaubt und auf Gott vertraut, passiert so viel Gutes. Das konnten wir so oft in der letzten Zeit erfahren. Danke für Jesus. Er ist bei uns. Auch wenn wichtige Entscheidungen anstehen oder Veränderungen, was auch immer es sei, wenn er nicht weiterkommt, versucht es der Göttlichkeit abzugeben.
Und vertraut darauf. Vertraut darauf. Das ist das Allerwichtigste. Wirklich loslassen und abgeben. Hört auf euer Herz und fühlt rein. Und das Schöne ist, auch ich bin inzwischen so ein Stück gewachsen und ich mache gerne Videos. Da habe ich mich immer ein bisschen gesträubt dagegen, weil es ist natürlich das ist deine Lebensgeschichte aufdecken und wirklich nackt zu erkennen geben. Aber das ist auch zu sich stehen. Selbstverwirklichung. Und deshalb glaube ich, dass wenn ihr Lust habt, mehr von mir zu erfahren, dürft ihr gerne auch ein Gespräch bei mir buchen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Oder ihr bucht bei meiner Liebsten, bei der Sabine Michelle, und da findet ihr ganz bestimmt Hilfe, weil ihre Berufung einfach nur klasse. Klasse, eine Mentorin, die mit ganzem Herzen ihre Arbeit tut. Und ist das nicht eine wunderschöne Erkenntnis? Also, ich kann euch nur ans Herz legen, investiert in euch. Es ist für euch selber, es ist für eure Heilung und es ist eure Entscheidung. So, und jetzt sage ich nochmal Dankeschön für euer Vertrauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. In Liebe, Karl. Tschüss.